Okay, ich merke gerade, ich bin es absolut nicht mehr gewohnt, so lange am Stück so viel zu reden. Ich bin gerade so ein bisschen außer Puste. Ja, hier haben jetzt die Harry Potter Bücher. Ich glaube, dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Harry Potter 1 bis 7, die stehen ausnahmsweise auch mal in der richtigen Reihenfolge. Und ja, ich habe ja die Bücher vor 2 Jahren gelesen. Ja, ich glaube nicht, dass ich sie in meinem Leben nochmal lesen werde. Aber bis ich für diese 7 Schätzchen hier ein anderes Zuhause gefunden habe, ja, bis dahin bleiben sie erstmal hier bei mir. Also die finde ich jetzt zu schade, um die einfach in den Bücherschrank zu stellen oder so. Und ich habe von Maria damals den letzten Teil bekommen und den vorletzten, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es der letzte und vorletzte war oder nur der letzte, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wollte sie die Bücher immer nochmal lesen und ja, vielleicht möchte Maria, wenn sie das Video sieht, ja die Bücher adoptieren. Ich weiß es nicht. Maria, du hast jetzt Platz, du hast Regale. Hast du mir erzählt? Also, sie können dir gehören. Machen wir weiter mit dem nächsten Regal und dafür gehe ich mal wieder eins hoch. So, das geht so, denke ich. Hier ist noch nicht viel drin. Also ich habe für die Hardcover noch relativ Platz. Also da kann ich noch gut räumen. Das ist so mein Mischmaschfach, nennen wir es so. Das sind so alles Bücher, wo ich nicht so hundertprozentig weiß, wie die zusammenpassen sollen. Zum einen haben wir hier Mind Games von Terry Terry. Das ist ein Einzelband, ausnahmsweise. Ich besitze auch wenige Einzelbände. Und ja, dieses Buch fand ich sehr, sehr krass. Also gerade das Ende hat mich zerstört von diesem Buch. Das Ende war so übel, weil man damit einfach nicht gerechnet hat, was da am Ende passiert ist. Und es war einfach nur so unglaublich gut. Und ja, Mind Games ist eine Science-Fiction-Geschichte, die in London spielt, so 2000, schieß mich tot in der Zukunft. Und es gibt ganz viel Technologie und ja, ich kann das gerade gar nicht mehr alles so genau erklären, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, abgefahrene Geschichte, wo es darum geht, halt Technik mit unserem Gehirn zu verbinden und dann halt die Technik mit unserem Gehirn zu steuern und sowas. Ja, dann haben wir hier Ewig Dein und Ewig Wir von Janet Clark. Ich fand Ewig Dein mega, mega gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Geschichte. Und dann kam der zweite Teil Ewig Wir, auf was ich mich ja dann schon sehr, sehr doll gefreut hatte. Und ja, Ewig Wir war irgendwie dann leider nicht mehr so gut. Irgendwie hat es da verkackt, die Autorin. Sie hätte es, glaube ich, bei einem Buch, sie hätte, glaube ich, den zweiten Teil weglassen sollen und hätte den ersten ein bisschen mehr ausschmücken sollen und dann halt da auch ein Ende finden sollen. Weil der zweite Teil war bis auf das Ende einfach nur unnötig im Prinzip, finde ich jetzt persönlich. Also mich hat der zweite Teil damals leider enttäuscht. Ja, dann haben wir hier noch Infernale, den ersten und den zweiten Teil. Ja, Infernale. Ich fand den ersten Teil so gut auch von Infernale. Und dann kam der zweite und ich denke mir immer noch heute, was war da los? Sophie Jordan schafft es einfach nicht, zweite Teile zu schreiben. Das ist wie bei Die wahre Königin. Der erste Teil war so gut und dann kommt der zweite und alles wird verkackt. Man kann es nicht anders sagen. Der zweite Teil hat mit dem ersten von Infernale absolut nichts mehr zu tun. Unsere Charaktere, die wir im ersten Teil kennen und lieben gelernt haben, dieses Grüppchen, was sich da gebildet hat, das wird im zweiten Teil komplett gesprengt und auseinandergerissen und wir haben nur noch unsere Protagonistin Davy, die alleine ihren Weg dann beschreitet und neue Leute kennenlernt. Und du denkst dir so, aha. Und was ist jetzt mit den anderen? Ich möchte gerne wissen, was mit den Charakteren geworden ist, die ich lieb gewonnen habe. Die kommen dann irgendwann auf den letzten 10 Seiten, wenn dann alles gut ist, nochmal kurz vor. Und du denkst dir so, nein, das ist nicht die Geschichte, die ich lesen möchte. Und das finde ich echt schade. Also Sophie Jordan, ich weiß nicht, was sie da immer macht, aber das war, wie gesagt, bei die wahre Königin war es absolut das Gleiche. Der zweite Teil war einfach wie ein Übergangsteil und nicht wie ein letzter Teil. Das war einfach Mist, was die Autorin da gemacht hat. Man kann das nicht anders sagen. Aber da ich die Bücher so schön finde, ja, bleiben sie jetzt erstmal hier. Solange wie ich auch Platz habe, dürfen die beiden Bücher bei mir bleiben. Ich glaube, irgendwann werde ich sie rausschmeißen aus dem Regal. Genau wie Ewig Dein und Ewig Wir, das werde ich auch irgendwann rausschmeißen. Aber im Moment habe ich noch Platz, deswegen dürfen sie bleiben. So, ich rutsche mal noch eine Etage wieder hoch. Moment. So, hier haben wir erstmal die Guardians of the Galaxy, die ursprünglichen 5. Und ja, dann dahinter, ich nehme mal kurz Groot weg. Hier haben wir Feuer und Flut, Salz und Stein von Victoria Scott. Da soll ja ein dritter Teil jetzt irgendwann kommen. Ich glaube, ich habe die Bücher
2016, glaube ich, habe ich die gelesen. Oder 2015, ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon ewig her. Und ja, da soll ja noch ein weiterer Teil kommen. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Denn dieses Rennen, dieses Brimstone Bleed, also so heißt ja auch die Reihe, ist ja die Brimstone Bleed-Reihe. Dieses Rennen ist ja mit dem zweiten Teil abgeschlossen. Aber die Geschichte ist halt noch nicht abgeschlossen. Und man fragt sich halt, was passiert jetzt als nächstes? Weil das Ende ist schon echt offen. Und ich bin gespannt, was die Autorin draus macht. Also da freue ich mich auf jeden Fall, wenn hier noch ein neuer Teil kommt. Dann haben wir hier noch die Schwarze Zauberin von Laurie Forrest. Ich muss euch das Cover mal zeigen, weil das fand ich auch echt schön. Das Buch hat mich damals eigentlich nur wegen dem Cover hauptsächlich angesprochen. Das ist der erste Teil von insgesamt 7 sollten das, glaube ich, werden. Und es ist eine High-Fantasy-Geschichte mit einer riesigen, riesigen High-Fantasy-Welt und ganz, ganz vielen verschiedenen Fantasy-Wesen auch. Und der erste Teil ist wirklich so ein Aufbauteil. Also es passiert in der Geschichte im ersten Teil noch nicht wirklich viel, weil der erste Teil wirklich dazu da ist, die ganze Welt vorzustellen, die Spezies vorzustellen, die ganzen Beziehungen untereinander vorzustellen, und man lernt halt unsere Charaktere kennen, die wichtig sind für diese Geschichte. Und dieses Buch ist dadurch halt sehr ruhig und es passiert halt nicht viel. Also es passiert schon ein bisschen was, aber es passiert halt jetzt nicht so viel, dass man sagt, boah, ist Action pur oder so. Es ist da halt eine sehr ruhig erzählte Geschichte, und das Buch ist leider nicht gut verkauft worden, weswegen der Verlag diese Reihe nicht weiter übersetzen wird, was ich absolut schade finde. Denn das ist eine Reihe, die verdammt viel Potenzial hat, auf jeden Fall. Wenn ich Englisch lesen könnte, würde ich sie auf Englisch weiterlesen, aber ich und Englisch lesen, ich habe es aufgegeben. Ja, ich habe das Buch trotzdem erstmal behalten, weil ich es einfach schön fand. Vielleicht lese ich auch den ersten Teil einfach irgendwann nochmal. Vielleicht sagt der Verlag aber auch irgendwann, hey, wir geben dem Buch noch die Chance und übersetzen noch den zweiten Teil. Das fände ich mega, aber ich glaube, da können wir, glaube ich, lange drauf warten. Ja, dann haben wir hier, Wonder Woman, das ist der erste Teil der DC Icons Reihe gewesen. Das sind insgesamt 4 Teile. Ich habe auch den zweiten Teil, der rausgekommen ist, noch Catwoman. Ich muss allerdings sagen, Catwoman war überhaupt nicht mein Buch. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand die Geschichte absolut schwachsinnig und echt nicht gut. Deswegen habe ich den zweiten Teil, ich habe ihn noch da, aber der bekommt, ausziehen. Der hat schon einen neuen Besitzer, der geht dann zu Annika. Und die wollte die Geschichte auch gerne noch lesen. Und dann bekommt sie das Buch und ja, mal gucken, was sie dann sagt. Aber ich habe halt aufgrund dessen, dass ich den zweiten Teil nicht mehr so gut fand, halt auch Batman noch nicht gelesen und auch Superman noch nicht gelesen. Wobei ich sagen muss, dass Batman und Superman, also der dritte und vierte Teil dieser Reihe, das sind ja Bücher, die sind ja relativ dünn auch. Also die kann man, glaube ich, auch echt schnell lesen. Naja, vielleicht lese ich die mal noch irgendwann. Aber ja, weil ich halt Catwoman nicht so gut fand, habe ich dann halt auf jeden Fall nicht weitergelesen. So, warte, bevor die jetzt hier wieder x-mal umfallen, lasse ich es jetzt einfach mal liegen. Ich mache das dann nachher wieder ordentlich. Und ja, dann haben wir hier halt noch Renegades. Das ist der erste und dahinter steht noch der zweite Teil von Marissa Meyer. Renegades ist auch eine super Heldengeschichte, die ich richtig, richtig gut fand. Und ich sehe gerade, ich habe Monsters of Verity gerade übersehen. Das machen wir dann gleich. Ja, auf jeden Fall, Renegades ist eine super Heldengeschichte, die mich so vom Setting und von der Welt so ein bisschen an die Unglaublichen erinnert. Vom ganzen Stil her und sowas. Und ja, wer Superheldengeschichten mag, sollte sich Renegades auf jeden Fall angucken. Ich muss dazu allerdings sagen, dass das eine Geschichte ist, die sehr ruhig erzählt wird, sehr langsam erzählt wird. Also es ist keine Geschichte, die sehr actionreich ist. Es ist eine Geschichte wirklich, die echt ruhig ist. Und wer sowas nicht mag, lasst die Finger davon. Ihr werdet keine Freude an dem Buch haben. Ich habe nämlich von einigen anderen Booktubern auch gehört, oh, das Buch ist kacke. Das ist Müll, weil da passiert nichts, es ist so ruhig, die machen da nicht viel. Ja, es ist halt eine Geschichte, die sich verdammt langsam entwickelt. Aber dafür finde ich die Charakterentwicklung in dem Buch richtig gut. So, kommen wir jetzt hier noch zu Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied. Das ist der erste Teil dieser Reihe. Es gibt noch einen zweiten, den habe ich auch schon da. Ja, ich habe ihn nur noch nicht gelesen. Und ja, Monsters of Verity war ein Buch, was ich wirklich sehr, sehr gut fand. Ich kann euch mal das Cover zeigen, das ist echt richtig toll. Ich habe mich in dieses Cover damals sofort verliebt, wo ich es gesehen habe. Ich fand es einfach mega. Und es ist auch eine Fantasy-Geschichte mal der etwas anderen Art. Und ich finde,
Die ganze Art und Weise, wie Victoria Schwab das erzählt hat, diese Geschichte, das war einfach nur unglaublich gut. Und jeder, der gerne Fantasy-Geschichten liest, sollte sich Monsters of Verity auf jeden Fall angucken. Ich finde die Geschichte einfach nur großartig. Und ja, ich freue mich eigentlich auch schon total auf den zweiten Teil, aber ich muss halt mal einfach irgendwann ihn einfach lesen, ne? Die Frage ist halt, wann? Ich glaube, ich habe momentan das Problem, dass ich mich zu sehr auf ein Buch fixiert habe, auf das ich gerade einfach keine Lust habe. Aber ich halt mir gesagt habe, du liest dieses Buch jetzt. Aber ich habe halt gerade keine Lust auf dieses Buch. Deswegen lese ich dann wahrscheinlich gerade gar nicht. Ich sollte einfach irgendwas anderes lesen und das Buch erstmal beiseite legen. Ja, so, das räume ich dann später auf. So, ich fahre mal noch eine Etage hoch. Und hier haben wir einmal die Tellen-Reihe von Julie Kakawa. Ist eine absolut süße Jugend-Fantasy-Geschichte. Also kann ich jedem nur empfehlen, der so ein 12-jähriges Kind vielleicht zu Hause hat, wer gerne Fantasy liest, schaut euch Julie Kakawa allgemein an. Das sind echt tolle Geschichten, auch gerade so für jüngere Leser. Ich fand die Tellen-Reihe wirklich süß und wirklich gut. Es ist aber keine Reihe, die mich auf Dauer packen kann. Also diese Bücher werden über kurz oder lang auch wieder bei mir ausziehen. Definitiv. Aber wie gesagt, solange ich Platz im Regal habe, dürfen sie gerne bleiben. Dann haben wir hier oben noch, ich nehme den auch mal runter, dann haben wir hier oben noch das Juwel von Amy Ewing. Das ist ja auch so eine Reihe, so ein bisschen, die so ein bisschen anders ist. Der zweite Teil war echt richtig krass. Also, Alter, das war echt übel, was da alles passiert ist. Und diese Vorstellung von dem, was da passiert ist, das war echt, Also diese Reihe ist auch ab 16, ne? Also das muss ich mal sagen, die Cover, falsches Buch. Die Cover verleiten dazu, dass das aussieht wie kleine Mädchengeschichte, aber diese Reihe ist tatsächlich ab 16. Das hat der Verlag mir damals auch geschrieben, weil ich gesagt habe, Leute, was geht hier ab? Und dann haben sie mir gesagt, dass das ab 16 ist tatsächlich. Also es sieht zwar nach süßer Mädchenreihe aus, ist sie aber nicht. Die Juwelreihe ist auf jeden Fall eine Dystopie gemischt mit Fantasy-Elementen und wer sowas gerne liest, schaut sie euch auf jeden Fall an. Aber wie gesagt, empfohlen ab 16. Ich würde das meinem 12-jährigen Kind jetzt nicht zu lesen geben, was da drin so abgeht. Ist nicht ganz so jugendfrei. Also da kommen jetzt keine erotischen Szenen oder sowas drin vor, aber was sie da erzählen, mit was mit denen da gemacht wurde, das ist echt übel. Es geht ja hier um Mädchen, die mit 16 Jahren verkauft werden als Leihmütter für reiche Leute, dass sie dann deren Kinder gebären. Und das allein schon vom Grundgedanken her ist schon echt hart eigentlich. Ja. So, machen wir weiter mit der nächsten Reihe und ich ziehe natürlich das Buch raus, was kaputt ist. Ja, Legend von Marilou, das ist auch eine Dystopie, die ich gelesen habe, die ich gut fand, aber die mich auch nicht komplett begeistern konnte. Die Reihe ist ja damals, wo sie rauskam, total gehypt worden in diesen Dystopie-Hype, den wir ja vor ein paar Jahren hatten. Und ich habe sie jetzt erst einiges später gelesen, da war dieser Hype schon lange, lange vorbei. Und ich muss sagen, es ist keine schlechte Reihe, aber es ist keine Reihe, die mich absolut begeistern konnte. Aber ich mochte das Ende auf jeden Fall. Ich fand das Ende von dieser Reihe richtig gut, weil es halt kein Happy End ist. Und ja, wenn Bücher halt mal kein Happy End haben, so ein typisches, mag ich das ja. Es muss nicht immer sein, ich liebe Happy Ends, aber wenn das halt mal nicht so der Fall ist, vor allem in so Geschichten, wo man es nicht erwartet, dann finde ich das schon cool. Ja, so viel zu diesen Büchern. Ich heb nochmal kurz die Kamera an. So, und da oben drauf sind dann noch meine Schuber. Und zwar, der Schuber von, Gott, Maggie Stiefvater. Und das Sequel, was noch zu dem Schuber gehört. Die Liebe geht durch alle Zeiten, Reihe von Kerstin Gier. Und der Percy Jackson Schuber. Ja, sind alle gelesen. Ich glaube, hierzu habe ich meine Meinung oft genug gesagt. Die habe ich auch schon 100-mal gezeigt, die Bücher. Deswegen werde ich dazu jetzt nichts Näheres sagen und ich rutsch mal hier rüber. So, damit wären wir hier beim letzten Regal. Ich habe jetzt die Kamera mal stehen lassen, einfach mal frech nach oben gemacht, damit ich nicht wieder rumwackle. Der Strick hier, der hängt halt hier immer runter. Der gehört zu meinem Greenscreen, wenn ich freitags abends immer streame und dabei zocke. Dann muss ich ja einen Greenscreen runter machen und da hängt halt immer die Kette hier runter von dem Rollo. Wartet, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Da hängt das Rollo. Da. Das muss ich dann halt immer runter machen, so, deswegen hängt da diese Kette. So, ja, auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Jennifer Armentrout Bücher, was halt keine Hardcover sind und Fantasy-Geschichten sind, die musste ich ja auch irgendwo hinpacken.
Deswegen stehen die dort oben. Das ist einmal die Dämonentochter-Reihe und die Wicked-Reihe. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts mehr sagen. Jennifer Armentrout im Allgemeinen brauche ich, glaube ich, nichts mehr irgendwie dazu sagen. Ihr wisst, meine Queen, ich liebe die Frau, ich liebe jedes ihrer Bücher. Ja, dann haben wir hier noch die ersten beiden Teile der Palace of Glass-Reihe. Der dritte Teil, Palace of Fire, ist das Buch, was mich gerade, glaube ich, bremst. Was ich schon seit 14 Tagen lesen wollte, wo ich aber überhaupt keine Lust zu habe. Ich glaube, ich werde das Buch jetzt auch erstmal beiseite legen und erstmal was anderes lesen, damit ich überhaupt wieder ins Lesen reinkomme. Ja, dann haben wir hier Cat und Cole. Cat und Cole ist auch eine absolut coole Geschichte. Ist auch Fantasy, Science Fiction und wer auf sowas steht. So, und weil bei mir immer alles recht spontan geht, war jetzt der Akku leer. Weil er nicht voll aufgeladen war. Und der Akku jetzt ist auch nicht voll geladen. Den habe ich nämlich gerade noch ans Ladegerät gehangen. Das heißt, ich muss mal gucken, wie weit ich jetzt hier heute komme. Wenn nicht, muss ich euch das letzte Regal notfalls morgen nochmal abfilmen. Auf jeden Fall war ich gerade bei Cat und Cole. Und Cat und Cole ist Science Fiction. Und da geht es halt auch um so Panels, die man im Körper hat, mit denen man selbst an sich Sachen programmieren kann. Wie zum Beispiel, dass man die Haarfarbe ändern kann. Und man kann sich schöner machen. Man kann seine Augenfarbe verändern. Halt alle solche Kleinigkeiten und ja, da geht es dann halt darum, dass in dieser Welt, in der das spielt, ist ein Virus ausgebrochen, ein Zombie-Virus, der aber umgekehrt funktioniert und man versucht dann ein Heilmittel für diesen Zombie-Virus zu finden und ja, mehr sage ich jetzt auch nicht zu der Geschichte. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in dem Video von Cat und Cole vorbei, da erzähle ich ausführlich alles zu dieser Geschichte. Ja, dann haben wir hier noch Bird and Sword von Amy Harmon. Das ist High Fantasy. Der zweite Teil, der steht dahinter, das ist Queen and Blood. Der hat mir damals sogar noch besser gefallen wie der erste. Aber das Cover vom ersten ist schöner wie vom zweiten. Ja, das ist High Fantasy und das ist auch eine richtig, richtig coole Geschichte, wo auch die Liebesgeschichte fokussierter im Vordergrund steht. Also es ist jetzt kein Buch, wo es nur um die reine Liebesgeschichte geht. Es geht auch noch um die ganze Welt drumherum und um das, was passiert. Aber die Liebesgeschichte ist hier schon fokussierter und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ja, diese Bücher kann ich euch auch nur empfehlen, auf jeden Fall. Ja, mehr kann ich zu dem obersten Regalfach auch nicht sagen. Ich rutsch mal hier eins runter. So. Und hier sehen wir, dass das eine Buch wieder umgefallen ist. Das bleibt einfach nicht stehen. Ich muss hier mir irgendwie meine Buchstütze besorgen. Mann, die sollten einfach so stehen bleiben. So, bitte. Bleibt einfach so stehen, Bücher. Und es fällt wieder um. Seht ihr? Das will er einfach nicht. Sollte ich die vielleicht einfach mal tauschen? Wartet mal. Nicht die... So, hinstellen. Dann fängt das an zu kippen. Warte mal, wenn ich das einfach ein bisschen... Egal, ich glaube, so geht's erstmal. Ja, hier haben wir zum einen von Leigh Bardugo die Krähenreihe. Also, es, wie heißt es auf Deutsch? ja, doch, das Lied der Krähen heißt, glaube ich, auf Deutsch einfach die Krähenreihe. Und King of Scars, das ist der erste Teil ihrer neuen Dilogie. Man sollte bei Leigh Bardugo wissen, dass man diese Bücher unbedingt in Reihenfolge lesen sollte. Also man sollte erst Grisha lesen, die Bücher stehen drüben in der Stube. Dann sollte man die Krähen lesen und dann wirklich aus King of Scars, weil sonst spoilert man sich zum einen für die Geschichten und ja, man blickt nicht so wirklich durch. Also ich habe ja King of Scars jetzt mit Sina zusammen gelesen und die hatte Grisha nicht gelesen, sondern nur die Krähen. Und sie konnte sich für King of Scars absolut nicht begeistern. Weil halt es viele Charaktere dort drin gibt, die aus Grisha sind. Und wenn man Grisha dann nicht als Grundlage gelesen hat, kann man mit diesen ganzen Charakteren nicht wirklich was anfangen. Deswegen sag ich, Leigh Bardugo, lest wirklich in Reihenfolge, lest aus Grisha, dann die Krähen und dann King of Scars. Ja, ich liebe diese Geschichten alle, wirklich alle. Ich liebe auch Grisha. Grisha ist noch so eine richtige Jugendbuchreihe, wo ich sagen kann, die kann man auch schon ab 12 lesen. Und die Krähenreihe würde ich vielleicht so ab 14, 16 empfehlen und King of Scars würde ich auch so ab 14 empfehlen. Also das ist nicht mehr ganz so jugendlich. Auch von der ganzen Komplexität her sind die Krähen da echt anspruchsvoller auf jeden Fall, was die Geschichte betrifft. King of Scars macht da wieder so ein bisschen so einen Schritt zurück. Aber es ist halt auch so, dass Grisha und die Krähenreihe ja zwei Reihen sind, die so im gleichen Universum eigentlich spielen, aber eigentlich für sich standen. Und King of Scars verbindet das Ganze ja jetzt aus. Deswegen
musste die Autorin irgendwie, glaube ich, eine gute Brücke schaffen zwischen dem Griecher-Stil und dem Kränen-Stil. Das hat sie für mich ganz gut hingekriegt, aber wer halt Griecher nicht kennt, der kann halt mit diesem Buch nichts anfangen. Deswegen, ja, lest schön in Reihenfolge. Dann haben wir hier die Bücher, die immer umfallen, von C.L. Wilson, Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, und Die Wellen singen, wenn der Sturm tobt. So tolle Geschichten, wirklich High-Fantasy-Geschichten, wo die Liebesgeschichte absolut im Fokus steht, finde ich mega gut. Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, absolut ein Lieblingsbuch von mir, ein Herzensbuch. Diese Geschichte ist so unglaublich gut, die muss man gelesen haben. Ich muss sagen, Die Wellen singen, wenn der Sturm tobt, war für mich nicht so gut wie der erste Teil. Also man muss sagen, im Englischen ist das ein Buch und das ein Buch. In Deutschland hat man sie nur wieder gesplittet. Kann man ja super in Deutschland, ne? Doppelt Geld verdienen und so. Ja, auf jeden Fall kommt der zweite Teil für mich nicht an den ersten ran. Es ist einfach so. Ich freue mich jetzt aber sehr auf den dritten. Wer weiß, wann auch immer der erscheinen wird. C.L. Wilson lässt sich halt wirklich Zeit für ihre Geschichten. Und dadurch werden die halt auch so verdammt gut, ne? Es hat, glaube ich, 3 oder 4 Jahre jetzt gedauert, die zwischen den beiden Teilen lagen. Aber dafür waren die Geschichten auch wirklich, wirklich gut, ne? Also wer richtig gute Fantasy-Geschichten sucht, wo die Liebesgeschichte im Vordergrund steht, sollte sich diese Bücher auf jeden Fall angucken. Absolute Empfehlung. Dann haben wir hier noch Angel Fall von Susan E. Da habe ich ewig drauf gewartet, dass die endlich als Taschenbücher erscheinen, weil die gab es ja damals als broschierte Bücher. Dann ist der dritte Teil nicht mehr übersetzt worden und ja, das war ein übelstes Drama. Ne, die gab es als Hardcover, nicht als Taschenbücher. Auf jeden Fall ist der dritte Teil dann nicht mehr übersetzt worden und war ein übelstes Drama und ich dachte mir so, toll. Ich wollte die Reihe schon gern lesen und dann war ja letztes Jahr, hieß es ja dann, okay, sie kommen nochmal als Taschenbücher raus, inklusive dem dritten Teil. Und ich habe mich so gefreut und ich habe das so gefeiert und ich liebe diese Reihe. Angel Fall ist für mich eine richtig, richtig tolle postapokalyptische Szenerie mit bösen Engeln und mir hat die Geschichte unglaublich gut gefallen. Und ich kann sie wirklich jedem nur empfehlen, der gerne so ein bisschen postapokalyptisches Szenario mag, der halt auch mal Geschichten mag, wo Engel nicht die Guten sind und Leute, die auf Protagonisten stehen, die so richtig Kick-Ass sind. Denn das ist Penryn, unsere Protagonistin in dieser Geschichte. Die ist so richtig Kick-Ass und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ja, Angel Fall ist einfach toll. So, dann haben wir hier von Tahereh Mafi die ersten 3 Teile der Shatter Me-Trilogie. Da ist ja inzwischen Teil 4 und 5, glaube ich, schon erschienen im Englischen. Ich glaube, der Goldman Verlag wird diese Bücher nicht weiter übersetzen. Ich meine, das irgendwie gehört zu haben. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Falls ihr da andere Infos habt zur Shatter Me Trilogie, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, ich fand die Shatter Me Reihe auch richtig, richtig gut. Ich fand die Entwicklung unserer Protagonistin in dieser Geschichte, Juliet hieß sie ja, ne? Hieß sie Juliet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie hieß sie denn? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich habe jetzt auch keine Lust nachzugucken. Auf jeden Fall fand ich die Entwicklung unserer Protagonistin dieser Reihe absolut großartig. Und auch diese Adam Warner Sache fand ich mega gut. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und es war ja schon ein Ende, aber mit Potenzial für weitere Geschichten auf jeden Fall. Und ich bin echt gespannt, was im 4. und 5. Teil passiert. Aber wie gesagt, ich und Englisch lesen, no way. Deswegen hoffe ich, dass der Verlag vielleicht doch die Bücher irgendwann mal übersetzen wird. Ich hoffe, hoffe, hoffe es. Also falls ihr da Infos habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall voll interessieren. So, jetzt rutsche ich mal wieder ein Regalfach weiter runter. So, im nächsten Regal haben wir quasi meine kleine Laura Newman-Ecke. Das sind alle Bücher von Laura Newman bis auf Adib. Adib steht auch in der Stube, die ich von ihr habe. Hier haben wir einmal Coherent, die alten Nachtsonne-Ausgaben. Ja, This New World, wo ich immer noch auf den zweiten Teil warte, der wahrscheinlich nie kommen wird, obwohl er fertig geschrieben ist, weil er auch einfach das Geld nicht hat, um ihn rauszubringen. Ah! Ja, This New World Teil 1 hat ein echt fieses, offenes Ende. Wir werden nie erfahren, wie es weitergeht, es sei denn, Laura wird irgendwann mal im Lotto gewinnen. Ja, dann haben wir Jonah von Laura und nochmal die neuen Ausgaben der Nachtsonne. Ihr haltet mich für bekloppt, ich habe halt die Nachtsonne mir nochmal neu gekauft, weil ich halt die Neuauflage so schön fand und ich fand die Geschichte damals so mega gut und wenn ich Laura damit ein kleines bisschen unterstützen kann, mache ich das. So, ich muss mir diese Bücher von Laura nur noch signieren lassen. Wer von euch die Nachtsonne noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Das ist eine richtig coole Reihe. War somit die erste Dystopie, die ich damals gelesen habe, 2014. Und hat mich mega begeistert und hat mich halt auch schon somit auf diesen Hypezug aufspringen lassen.
zum Thema Dystopie. Dann haben wir hier Throne of Glass, die ersten drei Teile. Den vierten habe ich auch schon zu Hause, den habe ich aber noch nicht gelesen. Die ersten drei habe ich gelesen. Ich will nächstes Jahr weiterlesen und Teil 4, 5, 6 und 7 lesen, dass ich diese Reihe auch beende. Ich war eine ganze Zeit lang sehr unsicher, ob ich überhaupt weiterlese, aber viele, viele, viele von euch haben mich überzeugt, weiterzulesen. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich den dritten vorher nochmal wenigstens so ein bisschen querlesen, weil ich da nicht mehr so wirklich den Durchblick habe, was da alles passiert ist. Auch mit den Hexen und den Ganzen, das war schon echt viel. Und ja, deswegen muss ich den dritten wenigstens nochmal so quer ein bisschen lesen, dass ich so in etwa wieder reinkomme. Ja, und dann haben wir hier noch die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl. Auch eine Fantasy-Geschichte, wo der zweite Teil bei mir drüben liegt in der Stube. Ich habe den zweiten Teil unangefragt vom Verlag zugeschickt bekommen einfach. Und ich hatte eigentlich für mich entschieden, dass ich diese Reihe erstmal nicht weiterlese, weil der erste Teil sich für mich halt gelesen hat damals oder letztes Jahr wie eine lange Einleitung. Und ich fand die Geschichte nicht schlecht und ich glaube auch, dass diese Geschichte ultra viel Potenzial hat. Aber mich konnte sie damals nicht so überzeugen, dass ich unbedingt dranbleiben wollte. Deswegen habe ich gesagt, ich lese die Reihe erstmal nicht weiter und ich tue das Buch erstmal beiseite. Jetzt hat mir der Verlag den zweiten Teil zugeschickt. Das heißt, ich werde dann jetzt doch weiterlesen, weil wenn ich das Buch jetzt schon einmal da habe, werde ich halt auch weiterlesen. Und ich hoffe einfach, dass im zweiten Teil einiges passiert und dass es sich halt nicht wieder liest, wie eine lange Einleitung. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn ich es irgendwann mal gelesen habe, sage ich euch Bescheid. Aber erstmal muss ich erst mal wieder in meinen Leseflow kommen, weil wie gesagt, das ist im Moment echt schwierig. So, ich rutsche mal noch ein Regal runter. Moment, jetzt muss ich wieder gucken, wie ich das mache. Wartet mal. Ein Regalfach weiter unten sehen wir ein Foto von mir, Sina und Annika von der diesjährigen Buchmesse. Hallo ihr zwei, falls ihr das seht, seid gegrüßt, ich habe euch lieb. Ja, dann haben wir hier die Gestaltenwandlerei von der Lini Singh. Da kommt im Dezember der neue Teil raus, hat mir Niki letztens gesagt. Habe ich irgendwie auch voll nicht mitgekriegt. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ich liebe die Gestaltenwandlerei von Alini Singh und ja, bleibe bei dieser Reihe auf jeden Fall dran und lese da auch auf jeden Fall weiter. Wie ihr seht, ich habe schon einiges in dieser Reihe gelesen. Also ich habe mich da schon ordentlich durchgekämpft. Vor allen Dingen diese ganzen Bücher zu lesen und das alles aufzuholen, das war für mich echt eine Herausforderung, aber ich habe es hingekriegt. Juhu! Dann haben wir hier noch die Rockies-Reihe von Alini Singh. Und auch Versprechen der Sehnsucht von Alini Singh. Ich weiß, dass das eigentlich Liebesromane sind und die da drüben in das Regal gehören, aber ich habe mir gedacht, da habe ich in Alini Singh wenigstens alles so komplett zusammen. Deswegen stehen die jetzt mit dort. Außerdem wusste ich nicht, wo ich dieses riesige Buch hier hinstellen sollte sonst. Das hat nirgendwo anders reingepasst. Und dann haben wir hier noch die Gilde der Jäger, wo ich auch eigentlich endlich mal weiterlesen müsste. Ich habe Teil 4, 5, 6 und 7, glaube ich, zu Hause. Aber der letzte Teil, der vierte, hat mich so verstört, dass ich irgendwie immer noch nicht weiterlesen möchte. Ah. Es war so furchtbar im letzten Teil. Es ist einfach so übel, was da am Ende alles passiert ist. Und oh, es war einfach zu hart für mich, glaube ich, einfach ein bisschen. Weil da ging es ja auch wieder um das Thema Vergewaltigung. Und oh, es war einfach alles so unschön und so schrecklich. Und das, oh nee, da habe ich euch echt, also da habe ich echt immer noch ein Trauma von. Deswegen, ja, aber diese Reihe müsste ich eigentlich auch echt einfach mal weiterlesen. Ich glaube, ich muss da einfach mich in den Arsch treten und einfach mal lesen, dass ich halt dieses Trauma überwinde. So, das waren die Regale, die ich mit Stativ abfilmen konnte und ab jetzt wird es wackelig, weil jetzt zeige ich euch noch schnell die 6 Regale, die unten sind. Und ich würde sagen, ich rutsche wieder ganz rüber zu den Liebesromanen und gehe dann wieder von links nach rechts. So, bis gleich. Also für euch bis jetzt sofort, für mich bis gleich, ich muss erstmal umbauen. Sekunde.